Für Mercedes geht in den letzten Jahren gar nicht mehr viel zusammen. Man ist wieder auf Platz 9 am Ende der Teamwertung gelandet. Man sieht sich diesmal besser aufgestellt, wenn man näher an den anderen Teams ist. Die Zuverlässigkeit war hervorragend. Man konnte ziemlich viele Runden absolvieren. Der Pfälzer 83 kam von Alfa Romeo, mit dem man nicht gut zurechtkam und hofft, dass es mit Mercedes besser klappt. Predata möchte mit Mercedes seine erfolgreiche Karriere starten. Wir werden schauen, wie er sich entwickeln wird in den nächsten Jahren. Das Ziel von Mercedes ist, wieder Anschluss ans Feld zu bekommen, um wieder endlich in die erfolgreichen Zeiten anknüpfen zu können. Eine super starke Saison hatte Ferrari. Man hatte fast 2 Titel, aber am Ende konnte man nur einen holen. Man war wieder bei den Testfahrten mit vorne bei der Musik. Aber es gab leider kleine Zuverlässigkeitsprobleme, wo das Team schon dran arbeitet. Villeneuve möchte zeigen, was in ihm steckt. Er konnte letzte Saison nicht alles zeigen, da er Probleme hatte mit dem alten Team. Blazy-Zocker Tommy bekommt beim Team die Möglichkeit, sich zu zeigen, warum er nun Stammfahrer ist. Das Ziel von Ferrari ist natürlich, dass mindestens ein Titel geholt werden soll, wenn geht sogar beide. Red Bull hat eine schlechte Saison, man war zu selten in den guten Punkteergebnissen. Deshalb sprang am Ende nur Platz 8 heraus. Man kann Fortschritte erkennen, was das Team auf jeden Fall glücklich macht. Aber vor allem, was man das Team glücklich macht, ist, man das extrem schnell in den Kurven ist. Alexander 197 wollte Red Bull helfen, wieder zurückzukommen zu alter Stärke und verließ dafür Alfa Romeo Racing. Yepoa konnte es nicht fassen, dass Red Bull ihm ein Stammcockpit gegeben hat. Mal schauen, ob er es nutzen kann. Das Ziel von Red Bull ist es, wieder um die Top 5 Platzierungen zu kämpfen. Vielleicht in dieser Saison, aber dann mindestens nächste Saison. McLaren war die komplette Saison nicht konkurrenzfähig und man verschlechterte sich auf Platz 7 der Wertung deutlich als noch letzte Saison. Man hatte in Ungarn ziemlich viele Probleme in den Kurven, aber man war sehr viel auf der Strecke, weshalb man sicher weiß, woran es liegt. Quinn Spins bleibt dem Team treu und möchte es helfen, wieder zu alter Stärke zu finden. Mal schauen, ob er das richtige Entscheidung ist, diesem Team treu zu bleiben. Nathan Skyline will als Neuling zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Er will natürlich, wenn es so schnell wie es geht, um Siege und Podeste kämpfen. Das Ziel ist es wieder, für McLaren um die vorderen Plätze zu kämpfen, damit man einfach nur die hinteren Plätze weit hinter sich lassen kann. Renault hatte eine gute Saison und man kämpfte lang um den Teamtitel. Leider ging der verloren, man muss sich mit Platz 3 begnügen, aber mit dem Fahrertitel ist man sehr zufrieden. Leider war man nicht oft auf der Strecke, man hatte sehr starke Zuverlässigkeitsprobleme, aber wenn man Runden fahren konnte, waren die okay. Jan FCB 98 kommt vom Renault-Kundenteam McLaren und will helfen, dass die Entwicklung des Autos in die richtige Richtung geht. Neffi 1997 bekommt das zweite freie Cockpit und zeigt in den Tests gute Leistungen. Das Ziel von Renault ist, die Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen, um dann vorne um die Punkte zu kämpfen. Alfa Romeo Racing hat eine durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen. Am Platz 5 am Ende der Wertung ist man sehr zufrieden. Man hatte eine sehr gute Testfahrt, aber es gibt noch Steigerungspotenzial. Wenn man das Setup in den Griff bekommt, kann man definitiv noch schneller werden. Kuni 3188 bringt viel Erfahrung mit dem er dem Team sicher helfen will, sich wieder vorne zu etablieren. Granorio kann endlich als Stammfahrer sein Talent unter Beweis stellen. Mal schauen, ob das Talent gut genug ist für diese Liga.
Das Ziel von Alfa Romeo ist es, direkt die Top 3 anzugreifen. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn es wieder nur Platz 5 wird. Eine große Überraschung war letzte Saison Racing Point. Niemand rechnet damit, dass das Team am Ende letzter sein würde. Man hat weiterhin Probleme mit dem Speed in den Kurven, aber man fuhr sehr, sehr viel, weshalb man sicher weiß, woran es liegen könnte. South Park Fans 2503 wechselt von Renault zu Racing Point, da bei Renault neue Fahrer eingestellt worden sind. Hoffen wir mal, dass Pokalfighter 2011 sein Talent mit diesem Auto unter Beweis stellen kann. Ansonsten wäre es das verschwendete Talent eines Fahrers. Das Ziel von Racing Point ist es, die Fehler zu beheben, um dann endlich wieder um die Punkte kämpfen zu können. Eine sehr durchwachsene Saison hatte Toro Rosso. Ganz selten war man ganz vorne mit dabei, weshalb man mit Platz 6 sehr zufrieden ist. Man war extrem schnell und gehörte zu den schnellsten im Test. Und der Wagen fuhr wie ein Uhrwerk, die ganze Zeit nur auf der Strecke. Florian war letzte Saison stark im Ferrari, aber da man dort auf neue Fahrer setzt, musste er und sein Teamkollege das Team verlassen. Superfake 33333 fuhr letzte Saison um den Titel, musste ebenfalls Ferrari verlassen. Mal schauen, ob sie Ferrari dadurch ordentlich Probleme machen können. Das Ziel ist natürlich, mit den beiden Superfahrern direkt um beide Titel zu kämpfen. Wir werden sehen, ob das erreichbar ist. Die Saison für Haas war gut, man konnte aber nicht den Titel verteidigen. Aber am Ende mit Platz 2 hat man selber nicht mit ihm gerechnet. Der Speed in den Testfahrten war ganz passabel, aber man hatte Probleme, wenn man aus Kurven raus beschleunigt hatte. Tim Roschke kann im Haas endlich sein Können unter Beweis stellen. Mal schauen, ob das Team das Richtige für ihn ist. Alex 28, 1999, geht als zweiter Neuling für das Team an den Start. Mal schauen, wie das Team sich mit diesen beiden Fahrern verhalten wird. Das Ziel für Haas ist natürlich nicht zu weit in der Teamwertung zurückzufallen. Wenn es geht, werden Top 5 ziemlich gut. Williams hat eine starke Rückkehr als Team. Man konnte von Platz 10 auf Platz 4 der Teamwertung klettern, was eine super Leistung ist. Man hat den richtigen Schritt in Richtung nach vorne gemacht, also in Sachen Speed. Aber es gab kleine Zuverlässigkeitsprobleme. Zur Langeweile konnte es nicht fassen, als Williams ihn unter Vertrag nahm für die kommende Saison. Lars war noch letztes Jahr ein Konkurrent von seinen Teamkollegen, aber jetzt gehen beide für Williams auf Punktejagd. Williams möchte gerne, dass die Saison ungefähr so verläuft wie die letzte.